Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Abiotic Factor und wir befinden uns immer noch in der dunklen Nacht und wollen mal schauen, ob wir das hier überleben. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet. Was ist das denn hier? Da kommt ein Typ angekrabbelt und ein Gegner ist da. So, geht es Ihnen gut? Der hat Hunger. Dann handwisch durch das Ding durch und es löst sich auf. Gibt's dir Alienfleisch? Ungekocht. Er will das nicht. Ich hab gegartes Kotelett dabei. Ja, das kann ich ihm geben. I'm a little thirsty. Oh, Roboter! Roboter, 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 Roboter! Oh. Hat die mal alle aufgesammelt hier? Ah, hier waren wir vorhin lang. Ah! Es ist ja Tag. 6 Uhr morgens ist Tag. Gut. Geht's dir gut? Ja, ich blute. Sicherheitsklasse 1. Und mir ist ein wenig kühl. Ein wenig kühl ist dir. Sonst noch Beschwerden? Soll ich dir vielleicht das Bett machen? Komm drauf an, ich weiß nicht, was die ganzen Symbole da bedeuten. Wahrscheinlich geht's meinem Charakter gerade allgemein richtig scheiße. Das ist doch schon mal eine gute Aussicht dann. Oh, der Kabelstapler ist kaputt, den kann man nicht fahren. Ah, da ist jemand. The soldiers came through. They locked down manufacturing. Wanted information about the silos on level 3. They weren't gatekeepers. They were something else. I couldn't tell them anything. But if you can find a power cell, we can use the forklift to open the door. Get out of here. Through the surface tunnel. Ich kann, glaube ich, eine Energiezelle herstellen. Try level 3. The power cells. Ach so. Energy research team. Muss man die irgendwo woher holen oder was? Weil ich meine, ich kann was herstellen. Was irgendwie. Also das war eine improvisierte Batterie, das ist ja keine Power Cell. Ja, gut. Na gut. Ja, gut, dann reisen wir mal weiter, ne? Miep, miep, miep. Hier ist ein Klo. Oh. Oh ja. Ach, ich brauch nicht. Wenn ich isst, muss auch nicht kacken. Ich auch nicht. Die Tür geht nicht auf. Das sieht sehr tief aus. Nee, das sieht nicht aus, das wollen wir da lang. Wir kommen nicht weiter, also geht's zurück, wa? Na gut, miep, 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 miep. Lass das unterwegs. Jetzt kann ich endlich LKW-Fahrer spielen. Tired, lightheaded, dry mouth. Das bist du. Dehydration. So dumm mit dem Ding hier.
Bist du hier bei mir? Ich sterbe, wenn ich dich bald schlafe. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal hier beeilen. Dafür müssen wir die kleinen Viecher töten. Ich hab was. Hast du den Kleinen getötet? Der Große da hinten ist auch ein Problem, aber ich muss erstmal gucken, kann ich überhaupt eine Werkbank noch herstellen? Ich brauche drei Sachen hier raus. Dann kann ich das mal eben kurz auf die pinnen. Was hat er denn hier? Ich wollte das hier pinnen. Da wird es mir sogar angezeigt, was ich brauche. Haben wir hier irgendwo Strom? Schwer. Hier haben wir Strom. So. Lebst du noch? Nein. Wie nein? Ich bin respawned. Ich hab ein Bett für dich, Mann. Ich bin so schnell am Arbeiten gewesen, dir ein Bett herzustellen. I perceive a distinct lack of snacks. Gucken, was ich hab. Ja, geil. So, jetzt darf ich über Schäfchen springen. Um wach zu werden. Oder mich zu erholen. Mann, da habe ich gut geschlafen. Ich kann eine Keule mit 28 Schaden machen. Aus den Köpfen von den großen Viechern. Okay. Und im Telefon, for whatever reason. Ich meine, wir können das Bett hier wieder zusammenpacken. Und das dann in unsere mobilen Dinge bringen. Gleich mit der Werkbank. Bis wir einen Ort für unsere Base gefunden haben. So. Du musst jetzt leider wieder kämpfen, ne? Habe ich noch eine gute Waffe zum Kämpfen? Ich habe ein Messer, mehr habe ich nicht. Und ist wieder ein Fetti leider. Da können wir auch den hier nochmal eben kurz auseinandernehmen. Ich glaube, hier vorne ist ein super Punkt für die Basis. Wenn ich mich richtig erinnere, das was ich. Wir müssen in Silo 3. Und da ist ein Aufzug. Das hier ist der perfekte Ort für eine Basis, glaube ich. Ich glaube, hier können wir dann Shortcuts nehmen zu den anderen Gebieten. Nehme ich jetzt mal.
Dann kriege ich auch bestimmt die Rezepte. Oh, was ist das denn hier vorne? Da ist ein Computer da hinten. Das sieht aus, als wäre der Raum unter Strom. Ja, so sieht das aus. Aber kann er bestimmt Jump'n'Run machen, oder nicht? Meinst du, das tötet sofort? Weiß nicht. Da oben ist jemand. Das Momentum ist ganz komisch in dem Spiel. Ich gehe hier rüber. Ich bin zu schwer, um mich hier durchzuducken. Hier ist jemand. Line knew this would happen. Ever since Varenkov's team took over Silo 3, you couldn't get a single power cell after that. Now look, their precious antiverses, totally out of control. Oh, der hat was, was ich haben will. Ein einfacher Rucksack. Ich glaube, der ist noch besser als der. Oh ja. Oh ja. Wir müssen ja auch einen Rucksack finden. Ich glaube, jetzt kann man hier runterspringen. Ich habe schon einen gefunden. Ah. E-Mail. Whatever it is they're doing in Silo 3, it used every power cell we had. Eindämmung von 178. Hallo, folgendes bitte ernst nehmen. Wir haben ES0178 von A2 geholt und es hat uns fast umgebracht. Es muss vollständig aus Cruises eingeschlossen werden und jeder, der damit interagiert, braucht mindestens einen Stoßschutz der Klasse GESP3 zur Kenntnis genommen. Zusammenhängende Exemplare. Katie, ich bin froh, dass wir mit 173 endlich Fortschritte verzeichnen können. Der kleine hüpfende Kerl, zuerst kam er nicht an ihn heran. Das Ding wollte einfach nicht stillsitzen, ganz zu schweigen von den Stacheln. Hey Isaiah, wie hast du das geschafft? Ich musste mit toten Exemplaren arbeiten. Übrigens deuten die Autopsien darauf hin, dass sie die zweite Stufe im Lebenszyklus einer metamorphen Kreatur sind. Beginnt mit 171 und ich fange an, mich zu fragen, ob es möglich ist, dass alle A2-Exemplare miteinander verbunden sind. Sehr interessante Theorie. Ich erwähnte meine Problem gegenüber Warscha in der Manufaktur. Sie ist gleich losgezogen und hat eine Art Falle gebastelt, die die kleinen Viecher festhält. Grillen. War letzte Nacht auf einer Grillparty auf dem Damm des Wasserkraftwerks. Diese Anzugträger wissen, wie man feiert. Hatten diese tollen Würste. Einer der Hydrologen hat sie gemacht. Meinte, es wäre gar nicht schwierig gewesen. Frag nicht das, was sie gemacht sind. Ich glaube, das kann man jetzt lernen als Koch oder so. Ach so, ja. Neues Rezept. Ungekochte Pekaris-Würstchen. Ah, und jetzt gehe ich mal ganz kurz vom Ding hier weg. Aber wie kommen wir jetzt wieder zurück jetzt? Ich glaube, so hoch kann man nicht jumpen. Nope. Oh mein Gott. Ja, das wird spannend. Davon liegt Munition. Es muss ja Waffen im Spiel geben. Ja, ich kann schon eine Armbrust craften. Ja, ich meine, 9mm Munition liegt hier. Oh, okay. Also es gibt richtige Waffen im Spiel. Aber das Wasser ist nicht instant tödlich, aber ich glaube, man will nicht länger drin stehen bleiben. Kann man hier nach oben? Ah, dafür kann man nicht hoch genug springen, ne? Aber ich bin einfach zu schwer. Lebst du noch? Ja, noch. Okay, das ist schon mal eine gute Sache. Hier hoch und dann hier rüber in den anderen Raum runter. Da können wir dann rausgehen. Oh, hier ist noch ein Audiolog. Dr. Mance reporting. IS-178, the peccary, as it was so ineptly dubbed by one of my puerile co-workers, is more intelligent than it first seemed. In fact, it grows smarter and more capable over the course of its life cycle, before morphing into the later life cycle phase. Dr. Manbanko even managed to teach it a few simple tricks, with only minor burns, I believe. Wow. Ich überlege gerade, wo wir die Basis hier bauen. Ich würde fast sagen, dass wir das in dem Büro hier machen, oder? Ist doch ein guter Platz für eine Basis, würde ich sagen. Ja. Muss halt nur alles. Jetzt zerstören nicht richtig. Also wir sollten. Wo ist unser Lagerding eigentlich? Moment. Da. Schiebe ich das schon mal rein. Lager kommt. Mobiles Lager war die beste Idee überhaupt, oder? Unseren Scheiß jetzt dabei. Jetzt können wir hier ein bisschen heimlich werden. Aber ich muss erstmal die Werkbank müssen wir gleich wieder aufstellen. Ich stelle das Bett schon mal auf.
Das muss hier bei dem Strom sein. Am besten. Meine Mama muss die anstecken. Man kann die ja noch alle umstellen, im schlimmsten Fall. Ich glaube, du kommst hinten dran an den Stromanschluss, weil du musst das noch quasi verbinden mit dem Kabel. So, zusammenpacken. Ich muss die Aktenschränke einmal zusammenpacken. 86% Zerstörungschance noch. Ich habe auch zweimal verkackt. Wir müssen ja Platz machen. Die Aktentränke, die wir bekommen, ist super, weil die können wir dann immer wieder aufbauen, ne? Wenn wir die dann einmal platziert und dann wieder abbauen will, dann ist immer 100% Chance, sie abzubauen. Die können wir dann als Storage nutzen. Aber auch, wir haben ein Problem an diesem Ort hier, ne? Dieses Ding in der Mitte kann man nicht wegmachen. Den Trenner. Das einzige Problem. Sonst ist der Ort super. Oh, ich hab baut Level 2 gelevelt. Okay. So, was ich jetzt mal machen kann, ist, glaube ich, die Schränke, die ich gehabt haben. Da, Aktenschrank Mittel. Noch einen zweiten Aktenschrank riesig. So, dann platziere ich die mal. Ich habe Würstchen gemacht, aber wir müssen die noch kochen. Ja. Bei uns gerade Lagermöglichkeiten. Alles oben drauf packen. Ich glaube schon. Geht besser. Oh ja, so gefällt mir das. Oh ja, das ist schon mal ein guter Storage, den wir hier haben. Alles ist gleich im neuen Storage. Der große erstmal. Da passt so viel rein. So, wenn wir unterwegs sind, haben wir jetzt immer noch das Ding und das, was wir mitnehmen können, was auch sehr praktisch ist. Das kann ich mal eigentlich hier alles aufnehmen. Wir können endlich mal alles looten, was ich hier zusammengesammelt habe. Kann man einen nicht kaputt machen. Das Bett muss ich auch noch woanders hinstellen dann.
Aber doch langsam wohne ich hier, oder? Ah, hast du eine Kochstelle gebaut? Ja. Yeah. Ich glaube, die braucht auch Strom. Da müssen wir noch was anderes bauen. Da müssen wir noch das Ding jetzt bauen. Ich glaube, der braucht auch Strom. Ja, er braucht so eine... Mehrfachstecker. Genau. Bau das Bett mal hier hin. Weil, Moment, ich muss erstmal das Ding hier aufnehmen. So. Da musst du, glaube ich, die Kochstelle auch daneben platzieren, ne? Weil die Kabel sind nicht endlos lang, das habe ich vorhin festgestellt. Gehen leider nicht endlos lang. Oh, wir haben noch mehr Aktenschränke. Oh, praktisch. Sieht doch langsam wohnlich hier drin aus, oder? Jetzt brauche ich schon noch Licht. Oh, das ist nicht so geil. Kabelmanagement, sind wir Profis hier. Wenn du darüber stolperst, bist du tot, ey. Gut, dass man im Spiel vermutlich nicht stolpern kann über so Dinger. So, heißt, da haben wir noch einen Stuhl zum Ausruhen hier neben dem Bett. Also einer von uns krank ist, kann er den dann so ein bisschen beobachten. Den Tisch packe ich ins Lager. Kaputte Sachen packe ich ja auch mal eben kurz rein. Vielleicht kann man die irgendwie reparieren später. Gibt es einen Reparaturtisch. Da braucht man einen Amboss für. Ich habe keine Ahnung, wo man einen Amboss herkriegt. Ich habe vorhin eine Mail gelesen mit einem Amboss, aber... Aber was sieht nur zwei? Deserts more hydrated than I am. Aber wie soll man zu Sido 2 kommen? Ich habe sehr viel Durst. Radioaktiv-Symbol habe ich übrigens auch. Mir geht's so allgemein ziemlich schlecht gerade. Müde bin ich auch. Mensch, für Durst habe ich was. Oh nein. Bitte nicht. Ah, wo hast du die denn her? Nice. Habe ich geklaut. Waschen muss ich mich auch mal. Ah. Dann muss ich auch mal ganz kurz schlafen. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen über Monster hüpfen. Woran merke ich es, ob die Nahrung fertig wird? Weil ändern tut sich da gerade nichts. Keine Ahnung. Ich würde annehmen, dass... Ah, okay, ich weiß woran. Wenn es verbrennt. Die machen von unfertig auf fertig plötzlich einen sehr krassen Texturensprung. Okay. Ja, das ist auch gut. Oh, warte mal, ich sehe da was du nicht siehst. Und das wird jetzt unser Heim hier richtig cozy machen, ne? Wird richtig gemütlich hier drin jetzt. Ach, ich muss dann wieder rauskommen. Jetzt wird es hier richtig gemütlich. Dreh ich mal um. Wir müssen dicht. Ach so. Das ist eine hübsche Base jetzt. Ich würde sagen, hier lässt sich leben. Das erste. Mit privaten Räumen hier. Ja, weil man sich mal umziehen muss. Wir brauchen noch ein Klo. Das fahren wir hier hinten rein. Ich weiß nicht, ob man ein Klo abbauen kann. Aber wäre lustig, wenn wir uns hier hinten einfach ein Klo hin platzieren können. Da. Läuft doch. Oh, da schläft jemand. Oh, guck mal, wie süß er aussieht, wenn er schläft. B zum Springen. Ah, wieder aufstehen, ey. Ja, Space. Wie stehe ich auf? So, was habe ich denn da noch für einen Status-Effekt? Ich glaube, ich habe Hunger, oder? Ja, sehr hungrig. Hast du schon was fertig gemacht? Ja, hier oben rechts drin, oder? Oben links vielleicht?
Irgendwo war Wurst drin. Ach, ich hab sie noch im Inventar. Schmeiß auf den Boden. Ich vertraue dir jetzt mal, dass die okay sind, ne? Du bist ziemlich hungrig noch, aber hey, immerhin. So. Dann gönn dir noch eine Wurst. Ich frag nicht, wo du die Würste her hast. So, jetzt geht's mir schon besser. Aus den Gegnern, die wir getötet haben. Lecker. Ah, guck mal, Trautesheim. Du bist ja immer relativ sicheren Ort. Der hat das also erkannt, dass das unsere Homebase ist hier. Relativ sicher, hm? Ja, aber er hat erkannt, dass wir hier eine Base gebaut haben. Also, das finde ich schon cool. Also, brauchst du noch einen von denen hier? Da, warte mal, ich muss mal ganz kurz Rezepte lernen, weil ich habe auch noch irgendwelche neuen Sachen gelernt. Mit der Zeit. Ja, meine Schlagwaffe ist fast kaputt. Ich habe hier noch andere. Provisorische Bolzen, provisorischer Schraubenzieher. Aha, aha. Die Würstchen kann ich auch machen. Wandlicht haben wir hier. Teströhrchen. Nehme ich an, das aus Holz und Wand. Okay. Ach so, wegen Korken oder was? Ja. Provisorische Armschienen habe ich hier. Was glaube ich auch ganz gut wäre, wenn ich das mal crafte gleich. Bisschen Rüstung ist, glaube ich, nie verkehrt. Hat den mobilen Herd, den hast du schon gelernt. Und das hier wird da drin sein. Aha. Du hast eine Tastatur am Herd. Aber musst du Tastatur zum Craften nutzen. Aber was ich auch noch herstellen könnte, stimmt, aber ich droppe dir mal, man kann mit G droppen. Liegt jetzt ein Tisch bei Nick hier schon mal. Und wenn man nämlich Rezepte nimmt, dann kann man ja, wie kann ich die, alle Rezepte abheften? Achso, da. So. Unser Gegner, du, der läuft auch ab, oder? Oh, braucht man einen Kühlschrank oder so. So. Und kann ich nur einmal herstellen? Dass ich nur einmal herstellen darf auf einmal, oder was? Some water would be good. So, ich habe hier noch was für dich. Noch eine Rohrwaffe. So, dann brauche ich noch mal ein bisschen. Eine kleine Fetzen haben wir keine mehr. Da müssen wir gleich noch welche. Ach doch, da. Ich brauche noch Bandagen. Hier Blutung. Ups. Mach mal einfach drei Stück. Pack ich das wieder hier irgendwo rein. Pack ich alles wieder rein, was ich nicht mehr brauche. Büropflanzen habe ich jetzt nicht platziert. Erstmal hier rein. Das Messer braucht man aber auch zum Zerlegen von den Gegnern, ne? Hast du noch eine Holzkeule? Dann kann ich hier noch eine krasse Keule draus machen. Ah, Moment, ich brauche Klebeband. So, dann sind wir ready, wa? Haben unsere Base eingerichtet. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das auf YouTube schneiden werde, die Parts, aber vielleicht haben die Base gar nicht gesehen, das ist unsere tolle Base. Ach, was wir auch noch machen könnten, stimmt, Moment. I could definitely eat something. Das kann ich auch noch machen. This sector will be powered down momentarily. Oh, dann bleiben wir noch ein bisschen hier. Na super. Wir haben nur ein Buch, das ist ein bisschen blöd. Aber ich kann es keine Rüstung bauen. Stoffseil.
hat noch Magazine. Und wo weg. Vielleicht als ich gestorben bin, hatte ich die im Inventar oder so. Boah, du machst aber dicke Keulen. Ja, mal gucken, ob es was wird, weil die laufen eh gleich ab. So. Ich bin gespannt, wie gefährlich das hier wird. Ob hier ein Roboter in der Nähe ist, haben wir gar nicht geguckt. Die Tür ist zu und wenn wir uns hier einfach so hinstellen, hinhocken, dann wird er uns schon nicht sehen. Ich habe extra ein bisschen das Fenster verdeckt. Ich meine, wir können uns hier hinten verstecken. Und da sind wir in unserer ersten eigenen Base und Cess hat direkt seine Bestimmung gefunden als Koch. Und ob wir hier in dieser Base schöne Erinnerungen machen, erfahren wir in den nächsten Parts. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!